Drei Menschen sind bei den Kämpfen in Donetsk am 21. Juli ums Leben gekommen. Mehrere Menschen wurden verletzt. Der Beschuss durch Pro-Kiewer-Kräfte begann früh am Morgen. Die Armee setzte Artillerie und Granatwerfer ein. Die Kämpfe bei Karlovsk und Natalowa dauern an. Die Angriffskraft der regimetreuen Kräfte alarmt allmählich. Die Kämpfer der Donetsker Volksrepublik konnten südlich von Marinowka und Snezhne einen mit Munition beladenen Lastkraftwagen Kamaz und zwei Panzerwagen vernichten. In Dschedzinsk wurde eine Einheit der Nationalgarde völlig zerstört. Diese hatte früher das Gebäude der Stadtverwaltung besetzt. Die Stadt wird mit schweren Waffen beschossen. Am 21. Juli wurde die Stadt Rubezhne von den Bestrafungskräften Kiews eingenommen. In der Stadt selbst begann die Säuberung der Zivilisten. Die Stadtbewohner vermelden, dass ihre Autos und teure Sachen von Nationalgardisten geplündert und entwendet wurden. Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums wurde ein ukrainischer Kampfjet, vermutlich eine Su-25, kurz vor der Katastrophe unweit von der malaysischen Verkehrsmaschine geortet. In einer Entfernung von 3 bis 5 Kilometern könnte die Boeing 777 von einer Luft-Luft-Rakete mit der Su-25 ausgerüstet sind, abgeschossen worden sein. Es wurden insgesamt 3 zivile Flugzeuge, darunter auch die malaysische Boeing 777, registriert. Gleichzeitig wurde ein aufsteigendes Flugzeug der ukrainischen Luftwaffe, vermutlich eine Su-25, in einer Entfernung von 3 bis 5 Kilometer von der Boeing 777 geortet, teilte General Andrei Katapov am Montag in Moskau mit. Der General kündigte an, alle Materialien an europäische und malaysische Experten zu übergeben.